Hallo und herzlich willkommen bei Turn-On. Das ist der Alex, ich bin der Jens und heute werfen wir einen Blick auf Nokia. Nokia, das sind doch diese Smartphones, die es jetzt ganz frisch gibt, ne? Seit 2017 irgendwie auf dem Mobile World Congress, da wurden die doch ganz neu vorgestellt, oder? Ja, genau. Hier habe ich jetzt im Laden gesehen, so eine ganz vielen Kameras und so. Ja, das ist ganz frisch. Toll. Ja. Ganz neu. Ja. Eigentlich nicht. Die gibt es schon ein paar Jahre länger. Ja, ich glaube, die Marke kennen meine Eltern besser als ich selbst. Okay. Ja, warum? Das würde naja, die ist, also Nokia, ich glaube, egal wer zuguckt, jeder wüsste mit dem Begriff Nokia was anzufangen. Egal ob die 8-Jährigen, 10-Jährigen oder 60-plus Zuschauer, weil die haben ja ein Lifespan mittlerweile, das ist unglaublich. Weil es ja auch im Internet Memes gibt, dass man diese Dinger Leuten auf den Kopf werfen kann, dass sie einen Atomkrieg überstehen Richtig. Würden, weil sie einfach unfassbar langlebig sind. Und dass, wenn man sie nach 20 Jahren auspackt, immer noch zwei Balken haben Akku. Mindestens. Ja, und wir dachten uns, da uns das ja so sehr in Anführungszeichen beschäftigt, nicht nur also uns persönlich, sondern auch in der Gesellschaft, reden wir mal ein bisschen darüber, beziehungsweise zeigen euch mal so ein bisschen auf, was der Name Nokia bedeutet hat und mittlerweile bedeutet und vielleicht in Zukunft bedeuten wird. Oh, das wird spannend. Wir wollen einen kleinen Einblick geben mit so ein paar Randnotizen und Anekdoten, was Nokia in all der Zeit so mit fabriziert hat und mit den Dingen machen wollte, die sie rausgebracht haben. Wie lange gibt es denn dieses Unternehmen jetzt schon? Seit 1865. Nur damals war Nokia eben kein Handyladen, sondern ein Holzstofffabrikant, Hersteller. Also Kartonagen, Papier, Pappe, all das, was man so damit machen kann. Ja. Das haben die Finnen halt auch sehr lange gemacht. Nein, bietet sich da oben, glaube ich, an. Und dann war es über die Zeit bis in unsere Moderne ein Mischkonzern, bis sie gesagt haben, in den 1970er Jahren, wir werden jetzt ein Telekommunikationsunternehmen. Weil das ist die Zukunft. Die haben also schon gesehen, wo das alles hinführt und damit kann man anscheinend sehr viel Geld machen. Ja. Und dann haben sie angefangen, Smartphones, Telefone, erstmal Telefone. Ja, es gab Autotelefone dazwischen zum Beispiel. Ja, okay. Und dann irgendwann, da fängt es dann eigentlich schon bei uns beiden so ein bisschen an, so Mitte bis Ende der 90er haben sie Telefone, Handys hergestellt. Ja, richtig. Und zwar so eine Dinger hier. So da wurde das 2G-Netz freigeschaltet. Ja. Man konnte über 2G telefonieren. Unterwegs. Man musste nicht zu Hause sein an einem Netz, sondern man musste auch nicht so ein riesiges Telefon von Ericsson mit sich rumtragen, wo man noch so die Antennen rausschieben konnte, sondern man hatte dieses kleine Telefon. Das ist wahr. Es gab ja früher schon verrückte Sachen von Motorola und sowas. Das war so eine Teil. Ja. Geil. Aber das waren jetzt Telefone, ich will immer Smartphones sagen, weil man das schon so im Sprachgebrauch hat. Aber nein, das waren Handys, Mobiltelefone für den Massenmarkt, die dann in den 90er, Ende der 90er Jahre von Nokia hergestellt wurden. Und das Tolle dabei war, dass in dem Fall ist jetzt hier ein 3510i. Das Tolle dabei war, dass du das Telefon auseinandernehmen konntest. Egal, welches damals rauskam. Das 5110, das 5510, das 8810, das irgendwas 10. Weiß der Geier. Die konntest du immer auseinanderbasteln. Du konntest zum Beispiel die Akkuklappe abnehmen. Du konntest aber noch die Front abnehmen. Ja. Ja, ganz, ganz schmerzfrei. Aber es geht noch mehr. Ja. Und du konntest die Tastatur abnehmen und tauschen. Und du konntest auch dann selber ran an Display und Co. und das auch austauschen. Gibt es da sogar bis heute noch bei eBay Mods und so zu kaufen, wo man dann diese Displays mit Hintergrundbeleuchtung neu kauft oder mit roter Hintergrundbeleuchtung für gelber. Richtig geil. Also das war so ein Telefon, ein fertiges, komplettes Telefon, was man eigentlich selber noch individualisieren konnte. Na, vor allem, wenn dein Glas hier vorne so ein bisschen zerkratzt war. Glas, dein Plastik. Ja. Dann konnte man das hier hinten auch austauschen. Das konnte man auch abmachen und neu machen. Das konnte man alles in offiziellen oder auch in inoffiziellen Läden einfach alles nachkaufen. Ja, und die hatten auch eine Entwicklung, erstmal monochrome Displays wie beim Gameboy, dann hatten irgendwann Farbdisplays hier, das 3510i ist zum Beispiel so ein Modell. Viel Spaß beim Zusammenbauen. Ach, dankeschön. Wobei, das ist ja gar nicht so schwer. So. Und dann haben die irgendwann gesagt, boah, ist hier Ende der Fahnenstange? Nein. Es geht noch viel mehr. Die haben angefangen, ich würde mal sagen, die ersten Feature-Phones aufzubauen. Ja. Nämlich haben sie das N-Gage hergestellt N70 war das, glaube ich. So Telefone, die plötzlich ganz krude Formen und Varianten hatten. Ja. So eine Art, wie so ein Gameboy oder wie so ein Gameboy mit Tastatur an der Seite und man konnte darauf spielen und Sachen schreiben. Es gab auch so ein Camcorder-Telefon von denen. Ich glaube, es war das N98, N90 oder sowas. Wie auch immer. Die so hochklappen, da war der untere Teil so ein Griff und dann das Display war auf einmal der Sucher. Mhm. Camcorders. Das sah völlig weird aus. Die hatten auch früher diesen Communicator. Der von den ganzen Bahnleuten, die haben den immer bei sich gehabt. Das war so ein Telefon, das war so elendig lang. Und dann konnte man das Ding aufklappen und hatte eine große Tastatur darauf und ein riesiges Display. Ja, und konnte es
darauf wie auf einem Computer Sachen schreiben und Office-Dinge tun. Als vom Format fast wie so 32:9 Bildschirme. So ein Stimmt. Bisschen. Ja, das war ganz geil. Kelly Rowland Musikvideo Meme Incoming. So, aber dann, jetzt machen wir mal einen Zeitsprung. Wir wissen ja, dann kam auch irgendwann 2007 das erste Smartphone raus, Stichwort Apple. Dann dachte sich aber irgendwann Nokia, wie weit kann das noch gehen? Schaffen wir das alles? Und es fing langsam an zu bröckeln. Und da gibt es so interessante Anekdoten, dass auch im Jahre 2009 Nokia versucht hat, die Regierung da oben in den nordischen Ländern zu bespaßen und zu sagen, wir wollen jetzt eine Möglichkeit haben, unsere Mitarbeiter elektronisch zu überwachen. So nach dem Motto, die sind alle schuld, dass es nicht mehr so gut läuft, oder was? Das ist eine sehr interessante Notiz. Ja. Okay. Aber so eine Anekdote, was dazu passt. 2009, 2010 habe ich mir ein Smartphone gekauft von Nokia. Mhm. Das Nokia 5800 Express Music. Oh. Das ist ein fantastisches Smartphone gewesen. Hat ein riesiges Display vorne gehabt. Ja. Also hat es oben sehr viel Luft, ja, ich erinnere mich, unten sehr viel Luft und an den Seiten auch sehr viel Luft. Aber du hattest einen Stift, den konntest du von der Seite rausziehen. Geil. Und dann gab es ein Display, das war resistiv. Geil. Das kennen vielleicht viele von euch gar nicht. Kapazitiv sind die Smartphones, die wir jetzt haben. Da tippen wir einmal drauf und das bewegt sich sofort. Und resistiv bedeutet, du musst es richtig drauf drücken, also reindrücken in das Display. Nicht doll, viele, aber viele musst es schon richtig drücken, damit da was passiert. Ja, viele Navigationssysteme im Auto funktionieren noch so. Echt? Ja. Ja, es gibt moderne, die das auch jetzt kapazitiv haben, aber es gibt noch sehr viele, da merkst du, dass die Folie so richtig hinten gegen den Bildschirm und da klatscht. Gegendrücken. Ja, das ist ganz furchtbar. Und das ist dann quasi das Resistive, was dann passiert. Aber man muss einmal richtig draufdrücken. Ja, aber dann dachte sich Microsoft 2011, komm, lass mal eine geile Partnerschaft machen. Und dann kamen Geräte raus, die Lumia-Serie, wie zum Beispiel das 1020. Die haben aber auch bis dahin echt gebraucht. Die haben es alleine aus eigener Kraft nicht geschafft, gegen das anzukommen, was doch von Sony oder von HTC oder auch von Apple kommt. Ja. Und diese Partnerschaft mit Microsoft, die war unfassbar interessant. Da sind Telefone gekommen, die uns viele Jahre danach noch beschäftigt haben. Ja. Und zwar nicht wegen der fantastischen Software, sondern eigentlich nur wegen der Kamera und der Akkulaufzeit. Ja, weil es lief dann ja auch mit Windows Phone effektiv und deswegen hat ja Microsoft den Laden gekauft, beziehungsweise diese Sparte gekauft für sehr viel Geld. Mobile-Sparte, genau. 5 Milliarden Euro. Ob das so ein guter Deal war im Nachhinein, kann man drüber streiten. Aber dann hießen die Dinger Windows Phone. Und dann muss man zugeben, dann wurde es brenzlig. Dann ging es immer weiter runter. Weil es hat ein Surface Phone gefehlt, finde ich, in dem Zeitraum. Das wäre es gewesen. Kein Windows Phone, kein Nokia Pendant Abklatsch und keiner wollte für die Plattform entwickeln. Und deswegen waren die Telefone zwar irgendwie gut, aber halt irgendwie auch echt scheiße. Ja, genau. Irgendwie, also es war ein ganz komisches Mischverhältnis. War einerseits, ich bin mit dem Lumia 1040 unfassbar gern durch die Gegend gerannt, weil du damals unfassbare Fotos machen konntest. Ja, das hat die Kompaktkamera komplett ersetzt, das Ding. Ja, mit dem Lumia 950 war das letzte, ging das auch noch eine sehr, sehr lange, sehr lange Weile. Ist gut. Eine lange Zeit eine lang Weile. Gut. So, ja, danke, so rum, genau. Bis jetzt aber mittlerweile auch der seinen Thron räumen musste, weil da mittlerweile auch, wie das P30 und Co., da kommen ja so eine Dinger nicht mehr gegen an. So, und sehr schade. Was passiert dann? Also wenn du nichts mehr mit den Telefonen reisen kannst, wenn du merkst, dass deine Plattform stirbt, was machst du dann mit einer Marke, die du für 5 Milliarden Euro gekauft hast? Naja, dann war erstmal tot. Dann war erstmal tot. Aber dann war es soweit, dass 2017, weil jetzt kommen wir schon fast in unsere moderne Neuzeit, dass HMD, beziehungsweise HMD Global gesagt hat, wir holen uns jetzt hier die Namensrechte, wir kaufen das Ding mal wieder und machen daraus mal wieder richtig Bums. Wir machen jetzt mal richtig, wir holen, also eigentlich, man muss ja sagen, HMD ist eine finnische Marke. Ja. Die haben aber sich gedacht, bevor wir jetzt im Namen von HMD, was sie ja auch getan haben, Smartphones verkaufen, das stimmt, kaufen wir eine Marke oder einen Namen, den die Leute kennen, den sie mit etwas Positivem, was wir gerade erklärt haben, verbinden, diese Geräte. Das ist die Erinnerung von Nokia. Und das sind die Telefone, die wir jetzt verkaufen. Die Leute kaufen es, weil sie wissen, ach, Nokia ist eine Marke, das kennt man, da weiß man, was man hat. Genau. Und, muss man dazu sagen, dass jetzt auch nicht auf Windows Phone oder eigene Entwicklung gesetzt wird, Symbian OS oder sowas, sondern auf Android. Also das war auch ein sehr großer Schritt zu sagen, ab jetzt wird alles anders mit Android bzw. Android One. Und das hier, du hast ja gerade eher schon so ein Flaggschiff in der Hand, das hier ist jetzt eher so das, was kommt. Das ist jetzt das Nokia 8.1. Mhm. Das ist so typisch jetzt für die aktuellen Nokias und das, was von HMD kommt. Und das
das Nokia 9 PureView ist ja eher so eine Art, nennen wir es mal vorsichtig, Experiment, von denen zu sagen, wir wollen vielleicht mal auch wieder so werden wie hier. So richtig groß, so richtig beliebt und bekannt und also nicht nur durch Vorreiter. Das, genau, nicht nur, dass wir auch nur ein Smartphone machen, wie alle anderen auch, weil jetzt könnten wir auch Xiaomi und Honor und bla, die machen ja alles gleiche im Endeffekt. Mhm. Ne? Aber hier auch mal wieder ein Nokia werden, so wie das. Das war ja mal Nokia. Na? Sie arbeiten mit Zeiss zusammen und sie arbeiten mit Google zusammen. Android One bedeutet, dass sie die ganze Zeit alles an Updates bekommen, was von Google rausgegeben wird für die Android One-Plattform. Und der Vorteil ist, sie müssen sich da nicht mehr um Updates kümmern. Ja, wir müssen also das bauen, was von Google unterstützt wird. Es sei denn, für die Geschichten jetzt diese Kamera, das ist ja auch zusammen mit, ja, nicht nur Zeiss, sondern dieses Konstrukt da drin, was die Software da ausmacht, ist auch mit Light zusammen gemacht, diese Light-Kameras. Da müssten die vielleicht dann selber sich drum kümmern, ne? Aber alles andere ist dann halt super. Das heißt, wenn du das Telefon kaufst, bist du erstmal safe und sicher, was die ganz generelle Software so an sich angeht. Ja, auf jeden Fall. Und das Tolle ist, das muss man vielleicht dazu sagen, und auch wenn HMD jetzt sagt, wir verkaufen Handys unter dem Namen Nokia, ist es ja nicht so, dass Nokia tot wäre. Also die haben sich zwar den Namen für diese Telefone gesichert, aber Nokia an sich gibt es ja immer noch. Da muss man jetzt nochmal kurz unterscheiden. HMD macht Nokia. Die Mobilfunksparte. So. Mobiltelefon. Also so rum. Nokia, das was ihr kennt. Aber Nokia macht immer noch Nokia, aber nicht dieses Nokia, sondern Telekommunikationsnetzwerkgerätschaften und Software. Also das, was quasi Huawei auch schon seit Ewigkeiten gemacht hat, das Netz ausrüsten und Antennen bauen und alles, das übernimmt jetzt Nokia auch. Ja. Und zwar sind die mit an der Spitze. Das heißt, also neben Ericsson und Huawei sitzt auch Nokia da und verkauft Unmengen an Netzwerk-Hardware. Ja, das heißt, Nokia sind zwei Firmen, von der eine Nokia ist und die andere aber auch Nokia ist. Aber nicht ganz so viel Nokia wie das andere Nokia. Es ist am Ende Nokia. So, man macht keinen Fehler, wenn man sich Nokia kauft, als wäre es das falsche Nokia. Ja, weil die Leute, die damals auch da gearbeitet haben, die wurden auch teilweise wieder mitgeholt. Das alte Team wurde ja auch mitgenommen. Ja. Und da sitzen auch Leute dran, aber für mein Gefühl brauchen die halt noch ein bisschen Zeit. Die sind erst seit zwei Jahren auf dem Markt. Wie gesagt, 2017 auf dem Mobile World Congress gab es jetzt wieder dieses große, jetzt ist Nokia wieder da. Die haben auch mit alten Spielereien gearbeitet. Ja, also sie haben dieses Bananaphone rausgemacht, was wir euch auch hier gezeigt haben. Dieses Telefon in Gelb, was man so runterschieben konnte. Das ist eine schöne Spielerei. Man arbeitet so ein bisschen mit Nostalgie. Ja. Und die haben auch diese Dinger als Feature Phones, als neue Telefone wieder rausgebracht. Ja. Die sind nicht ganz so haptisch und alt wie die Dinger, natürlich nicht. Ja. Aber trotzdem echte Knöpfe. Ja, aber sie spielen damit, dass man diese Marke kennt. Und das ist gar nicht mal so klug, wollte ich gerade sagen, gar nicht mal so doof, das so aufzuarbeiten. Ja. Ich bin nur gespannt, wohin das jetzt in Zukunft noch geht. Denn du hattest ja das PureView, was man als Name, als sehr guten Kameranamen auch von der Windows Phone-Reihe kennt. Ja. Das hat jetzt noch nicht mit der Spitze mitgespielt. Nein, also ich wünsche es denen sehr, weil ich finde dieses Telefon wunderschön, muss ich zugeben. Es ist eine wunderschöne Farbe und so ein bisschen Rand am Display, aber trotzdem viel Display. Es ist ein fantastisches Telefon, auch so wie dieses 8.1 hier. Mhm. Für den Preis super, super toll. Mhm. Aber es fehlen, du merkst, dass Nokia, dass die mit Smartphone einfach noch nicht warm sind. Ne, da gibt es andere, die sind da viel tiefer drin in der Materie und wissen, ja, diese Details müssen da rein, aber Nokia hat es noch nicht raus. Aber ich glaube, das werden die. Die brauchen noch so ein Jährchen, vielleicht auch zwei, aber dann haben die all die Details, die dazugehören, um so ein Smartphone hinzubekommen. Dann ist es soweit. Was wünschst du dir denn? Was muss denn von Android, von Nokia jetzt direkt kommen? Weil die Software passt ja an sich. Ja. Die Hardware, die kann man ja einfach kaufen. Also kann man ja auch ist das Neueste nehmen, wenn es unbedingt notwendig ist oder gewünscht dann ist. Dann muss die Software dazu passen. Ja, richtig. Aber du hast ja Android One drauf. Also das ist ja slick, das ist ja clean, das ist ja schnell, das ist sauber, das ist sicher. Eigentlich, Ablaufzeit passt auch. Also eigentlich ist es nur die Kamera. Super. Das heißt, wenn du ein Telefon suchst und dir die Kamera egal ist, bist du mit Nokia schon ziemlich gut dabei. Ja, aber gerade bei dem ist auch mit Fingerabdrucksensor ein bisschen schwierig. Du kannst auch mit Kaugummi entsperren und so. Ja, das muss nicht sein. Ja. Aber was ich mir wirklich wünschen würde, weil das, was sie können oder konnten, ist ja eigentlich das hier. Ja. Und ich würde es schön finden, weil ich habe ja, also viele haben nichts gegen dicke Telefone. Es wird ja von vielen unterschätzt, auch das neue Huawei ist ja viel dicker und kein Schwein interessiert es. Ne? Wenn man es schaffen würde, wieder so ein Telefon hinzubekommen mit moderner Technik, damit meine ich jetzt nicht dieses moderne Bananentelefon, was ja wieder so hindrapiert und gebügelt und geschliffen wurde, dass es einem modernen Featurephone entsprechen muss für die Märkte Indien und Co., die das alle geil finden. Nein, so ein Telefon,
mit den entscheidenden Dingen drauf, wie zum Beispiel eine WhatsApp-App. Mhm. And that's it. Das wäre geil, Alter. Weil für mehr, der Durchschnittspleb benutzt ein Telefon nicht für mehr als WhatsApp und Instagram und Facebook gucken. Und das könnte man auch damit umsetzen. Nur, es ist, ich weiß, es kostet Geld, es kostet Zeit, das ist sehr viel Mut, den man aufbringen müsste. Das wäre eher so ein Kickstarter-Ding. Courage. Courage. Aber das, wenn das Nokia machen würde, uff. Was, so ein Kickstarter-Ding? Ich glaube, die Idee ist gar nicht so doof. Ja, aber das fände ich. Schöne Grüße an Nokia. Macht doch mal so ein Kickstarter-Projekt einfach, indem ihr so ein altes Telefon vorstellt oder ein neues Telefon, nur in alt. Ja. Ich wünsche mir zum Beispiel Smartphones ohne Kamera. Hm. Wie nervig ist es, wenn du ins Kino gehst und, also Pressevorführung zum Beispiel, darf man nicht mit einem Smartphone mit Kamera rein. Ja. Und ich würde gerne einfach mein Telefon mitnehmen, weil ich dann Sachen aufschreiben kann, die mir gerade auffallen. Ja. Das wäre voll gut. Aber ich glaube, Nokia wäre auch der Einzige, der das momentan machen könnte, weil wenn man jetzt vergleichen würde, also es gibt ja im Internet immer dieses schöne Vergleichding, Nokia früher mit diesen breiten Telefon und wie wir schon herausgefunden haben, so ein richtiger Spielplatz und Telefone heute. Schwarzer Bildschirm, schwarzer Bildschirm, schwarzer Bildschirm, schwarzer Bildschirm. Ja. Das wären eigentlich die Einzigen, die es aufgrund ihrer Kultur, ihrer Geschichte machen dürften, dass es authentisch wäre und richtig wäre und es würde auch dem Markt sehr gut tun, als schon wieder ein normales, in Anführungszeichen, Android-Smartphone aufzubauen. Schon wieder das beste Telefon der Welt. Oh Gott, ja. Ich bin gespannt. Ich freue mich darauf, mit dir in 2, 3, vielleicht sogar in 4 oder 5 Jahren nochmal zurückzugucken, was sich mit Nokia noch so alles getan hat. Dann zu deinem 40. Geburtstag. Das dauert zum Glück 7 Jahre noch. Okay. Aber Wo sind sie gelandet oder ob das nochmal so ein Flickenteppich wird, wie er aktuell ist. Ob das jetzt bei HMD bleibt und HMD aus Nokia quasi einen zweiten Frühling rausholt oder ob es das dann doch irgendwie war mit Nokia. Ja, ich hoffe es sehr, weil ich verbinde ja auch sehr viel mit der Marke, deswegen drücken wir die Daumen. Macht man eigentlich so oder so? Man soll ja immer so machen, damit man den Daumen nicht kaputt macht. So? Nein, so. Beim Boxen. So. Ja, du sollst ja nie so machen. Boxen. Ja, aber Daumen drücken ist ja dann so.